Am 27. März wurde der Tätigkeitsbericht des Beauftragten der Thüringer Landesregierung für Menschen mit Behinderung, Joachim Leibiger, vorgestellt. Landtagspräsidentin Birgit Dietzel sprach anlässlich der Übergabe im Thüringer Landtag zu den Gästen. Viele Fortschritte erreicht, aber bei Weitem gibt es noch viele Punkte, gerade im Bereich der Barrierefreiheit, der Inklusion, die durchgesetzt werden müssen. Und dabei sage ich auch immer mit den Betroffenen, mit den Behinderten. Kein Recht von oben aufgesetzt, sondern immer im Gespräch mit den Verbänden, den Betroffenen, den Eltern. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow nahm an der Veranstaltung teil. Deswegen bin ich froh, dass sich sowohl unser Landesbehindertenausschuss, die in den Kreistagen, in den Kreisverbänden, in den Städten, all diejenigen, die in diesen Gremien tätig sind, immer wieder für uns ein Gradmesser sind, zu sagen, hier gäbe es Verbesserungsnotwendigkeiten. Joachim Leibiger wurde im Dezember 2015 zum Beauftragten der Landesregierung für Menschen mit Behinderung ernannt. In Thüringen leben rund 213.000 Bürgerinnen und Bürger mit einer amtlich festgestellten Schwerbehinderung. Das entspricht ca. 10% der Thüringer Bevölkerung.